Was geht ab, Leute? Euer Chris in Geschwindigkeitsrausch. Ihr wisst ja, ich habe den Schwalbe Marathon MTB-Reifen und den Schwalbe Marathon E+. Und ich habe mir mal gedacht, ich fahre mal bei Schnee und so schauen, wie halt sich der Reifen so verhält. Könnt ihr jetzt hier ein bisschen sehen, wie ich fahre. Und natürlich mache ich einen Bremstest. Könnt ihr jetzt gleich hier sehen. So, Leute, jetzt machen wir gleich mal einen Bremstest für den Schwalbe Marathon MTB und für den Schwalbe Marathon E+. Und einfach mal zu schauen, wie verhält sich der Reifen bei solchen Wetterverhältnissen. Ihr seht es ja selber, es schneit. Und man muss ja auch mal bremsen, wenn ein Hindernis kommt. Das testen wir jetzt einfach mal. Und ich versuche natürlich, so gut wie möglich schnell zu fahren, dass wir auch eine realistische Situation haben. Aber ich fahre schon in Vorsicht, habe keinen Bock, dass es mir auf die Schnauze haut. Ja, dann werden wir jetzt gleich mal den Bremstest machen. Und los geht's. So, ich muss sagen, der Bremstest war nicht schlecht. Aber man merkt es ja, es ist schon ein wenig rutschig. Man kommt zum Stehen, das ist schon mal gut. Er hält auf jeden Fall, also man fliegt jetzt nicht hin. Aber ich denke, wenn man ein bisschen mehr km/h drauf hat, dann wird es schon ein wenig schwieriger. Aber sie halten. Also perfekt wäre was anderes. Aber bei diesen Wetterbedingungen kann man sicher zum Stehen kommen, wenn man halt mal plötzlich bremsen muss. Und das ist sehr gut. Ja, und beide Reifen finde ich gut bei solchen Bedingungen. Kann man sozusagen sicher bremsen, ohne dass man auf die Schnauze fällt. Da bin ich sehr zufrieden. In dem Video werden wir noch ein paar andere Tests machen. Auch mal schauen, wie er sich verhält, wenn man doch ein bisschen schneller fährt, ohne zu bremsen. Ob er sich da in der Spur hält, das machen wir auch mal für euch. Das ist jetzt das nächste, was ich mache. Werde ich jetzt gleich mal sehen. Da hat er gesehen, man muss schon höllisch aufpassen, wenn man bremst bei diesen Wetterbedingungen und bei Schnee. Also immer Leute aufpassen. Der Reifen ist gut, aber nicht perfekt. Man muss halt wirklich höllisch aufpassen und gut bremsen und auch den Fuß rausstellen. Habt ihr ja bei dem Video gesehen. Und ich habe natürlich nochmal gebremst. Puh, da muss man sagen, wo ein bisschen Eis drunter ist, ist es sehr gefährlich mit dem Bremsen. Also wenn ich da jetzt ein bisschen mehr km/h drauf hätte, hätte es mir glatt auf die Schnauze gehauen. Wie gesagt, man muss wirklich vorsichtig fahren mit den Schwalbe Marathon MTB und den Schwalbe Marathon E+ bei solchen Wetterverhältnissen. Man kann bremsen, man muss halt ordentlich aufpassen, muss halt auch immer den Fuß raus, um halt wirklich zu vermeiden, dass man auf die Schnauze fällt. Der Bremstest war jetzt mal gut und zu sehen, sie sind gut, aber nicht perfekt. Bei solchen Wetterbedingungen immer achten aufs Fahren, sicher stehen beim Bremsen, dann kann auch nichts passieren. Da bin ich ein bisschen geschlittert. Man muss wirklich höllisch aufpassen bei diesen Wetterbedingungen mit dem Fahrrad. Da hätte es mich fast auf die Schnauze gehauen. Kann passieren. Aber schaut einfach weiter jetzt das Video an. Da werden jetzt ein paar Bremstests kommen und natürlich ganz normale Fahrvideos. So, Leute, danke fürs Zuschauen. Das war jetzt das Video zum Schwalbe Marathon MTB und zum Schwalbe Marathon E+. Wie verhält es sich bei Schnee,
Ich habe ein paar Bremstests gemacht und ich muss sagen, er hat gut gehalten. Also man konnte bremsen, auch sicher stehen. Aber man muss halt wirklich auf die Geschwindigkeit achten und man muss halt auch den Fuß mal rausstellen, um halt wirklich zu vermeiden, dass man auf die Schnauze fällt. Aber der Reifen ist halbwegs sicher bei solchen Bedingungen. Aber Leute, immer, immer wieder aufpassen, sonst wird es böse ausgehen. Jo, dann war es das jetzt für das Video. Ihr kennt es ja, wenn euch das Video hier gefällt, über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Und natürlich, wenn ihr mir ein Abo da lässt, dann wächst mein Kanal. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Video, euer Chris im Geschwindigkeitsrausch.